Hallo Max hier und in diesem Video erfährst du drei ganz kreative Wege, um an neue Mitarbeiter zu bekommen, denn wir unterhalten uns immer wieder mit vielen Unternehmern, die versuchen über alte, klassische Wege neue Mitarbeiter zu bekommen, was manchmal auch funktioniert, aber leider viel zu selten. Und deswegen hier meine Inspiration, wie man ein bisschen out of the box denken kann und mit neuen Ideen an die richtigen Kandidaten kommen kann. Und dazu möchte ich dir mit dem ersten Beispiel ein ganz innovatives zeigen. Und zwar hat ein Unternehmen in den USA, was Müllentsorgung macht, neue Mitarbeiter gesucht. So, und jetzt ist es natürlich so, dass Müllmann zu sein für viele Menschen höchstwahrscheinlich nicht der attraktivste Job ist. Und die haben sich gefragt, okay, wie sieht denn die Arbeit aus? Ne? Also die ist körperlich, man muss den ganzen Tag so schwere Mülltonnen hin und her wuchten. Und das ist schon eine recht anstrengende Sache. Und dann haben die sich überlegt, okay, wer macht denn gerne solche anstrengenden Sachen und vielleicht sogar freiwillig. Und auf einmal war die Idee da, ja, Leute, die ins Fitnessstudio gehen natürlich. Wer ins Fitnessstudio geht, bezahlt ja sogar Geld dafür, dass er schwere Dinge umherwuchtet, um ein bisschen besseren Körper zu kriegen. Und so ist die Idee entstanden, einen Flyer zu entwickeln, wo drauf stand, werde bezahlt, während du deinen Workout machst. Und den hat man in Fitnessstudios ausgelegt und es ist eine Aktion, die wunderbar funktioniert hat, um neue Kandidaten zu bekommen. Und das ging sogar so weit, dass einer dieser Kandidaten, der dann bei dem Unternehmen angefangen hat, darüber sein Training zum Kickboxen unterstützt hat und dann Kickbox-Weltmeister geworden ist. Wie der Flyer aussieht, das blenden wir mal ein, und da hat das Unternehmen noch mal mehr Werbung machen können, weil sie gesagt haben, durch die Arbeit bei unserem Entsorgungsunternehmen ist dieser Mann hier Kickbox-Weltmeister geworden. Und das ist natürlich mal was ganz Außergewöhnliches und out of the box. Die zweite kreative Idee stammt von einem Unternehmen in Ingolstadt, nämlich einem Elektrounternehmen. Und jetzt musst du wissen, Ingolstadt ist die Heimat von Audi. Das heißt, Audi saugt alle Arbeitskräfte, alle Fachkräfte dort schon fast vom Markt weg, weil die einen riesengroßen Bedarf haben. Und über 50% der Bewohner von Ingolstadt sind direkt oder indirekt irgendwie bei Audi beschäftigt. Und dementsprechend ist es für normale Unternehmen sehr, sehr schwer, passendes Personal zu bekommen. Und jetzt hat sich ein Elektrobetrieb gedacht, okay, wie könnten wir es denn schaffen, mal alle Elektriker in und um Ingolstadt in sehr kurzer Zeit zu erreichen? Und dann haben die gesagt, ach Mensch, die gehen doch alle immer mal wieder in den Baumarkt, weil ein Elektriker, der muss sich denn da mal ein paar Kabelbinder oder ähnliches holen, einfach schon schnell einen Bedarf, um seine Arbeit machen zu können. Und was die dann gemacht haben, die haben einen kleinen Zettel ausgedruckt, mehrfach. Darauf stand, wollen Sie gerne im Trockenen arbeiten, fangen Sie bei uns an. Ein kleiner Link zur Internetseite. Und diese Zettel haben die zwischen die Kabelbinder in allen Baumärkten in und um Ingolstadt hineingesteckt und haben es geschafft, innerhalb von nur 15 Tagen 30 qualifizierte Bewerbungen von Elektrikern zu bekommen. Und das soll dir mal wieder zeigen, wie einfach es sein kann. Es muss nicht immer eine teure Aktion sein, es muss nicht immer irgendwas ganz Verrücktes sein, sondern es reicht einfach auch manchmal nur ein Zettel, wenn es eine kreative Idee ist. Und es ist ja eine einfache Frage, die man sich stellen kann, indem man einfach sagt, okay, wo hält sich denn meine Zielgruppe tendenziell auf? Ja, und jetzt noch das dritte und letzte Beispiel für alle die, die sehr hochqualifiziertes Personal vielleicht suchen, was ihnen sehr, sehr wertvoll ist. Und da hat ein Unternehmen Folgendes gemacht. Die haben sich auf Xing, LinkedIn wirklich schon perfekt passende Kandidaten rausgesucht, wo sie gesagt haben, mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit würden wir diese Leute nehmen. Und jetzt stell dir vor, du wärst ein Kandidat und auf einmal kommt bei dir ein Paket an mit der Post und du denkst, hä, was kommt denn hier an? Ich habe doch eigentlich gar nichts bestellt. Und jetzt öffnest du das Paket und in diesem Paket ist ein niegelnagelneues iPhone. Und auf dieser iPhone-Verpackung steht ein Aufkleber drauf, wo sinngemäß drauf steht,
Ja, hier, das ist Ihr neues Diensthandy, wir sind Ihr neuer Arbeitgeber, machen Sie das Handy an und rufen Sie uns an. Ja, da kriegst du eine so große Aufmerksamkeit von diesem Kandidaten. Das ist ganz außergewöhnlich, das gibt es sonst nicht. Und das ist auch mal wieder so ein Out-of-the-Box-Denken. Ja? Anstatt zu sagen, okay, ich muss möglichst viele Leute erreichen und von denen so ein bisschen Aufmerksamkeit erhaschen, einfach mal zu sagen, okay, ich suche mir wirklich schon die fast perfekten Kandidaten aus und mache mit denen was, was so viel Aufmerksamkeit erregt, dass die auf jeden Fall mit mir im Gespräch landen. Und wenn du dir mal überlegst, so ein iPhone kostet vielleicht, wir sagen jetzt mal roundabout 1000 Euro, also es ist wirklich ein gutes Telefon, und du schickst das jetzt raus an 5 bis 10 Kandidaten, dann hast du 5 bis 10.000 Euro vielleicht einmalig ausgegeben, hast aber mit hoher Wahrscheinlichkeit 1 bis 2 passende neue Mitarbeiter gewonnen. Kosten und Nutzen steht hier, glaube ich, in einem sehr, sehr guten Verhältnis. Aber man muss halt auch bereit sein dafür, einfach mal andere Wege zu gehen und ein bisschen out of the box zu denken. Und wenn du sagst, hey, das waren 3 richtig tolle, spannende Impulse, dann kann ich dir jetzt schon mal empfehlen, auf Abonnieren und die Glocke zu klicken. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst und mal jemanden haben willst, der mal über dein Recruiting drüber guckt und mal schaut, was kannst du in deiner Situation ganz konkret für Wege gehen, die vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen innovativer sind, dann trag dich gerne ein für ein Strategiegespräch. Den Link dazu findest du unter diesem Video in der Infobox und dann unterhalten wir uns demnächst mal drüber, was du für kreative Ideen bei deiner Mitarbeitergewinnung einsetzen kannst. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Bis zum nächsten Video, dein Max. Ciao.